geschnitten. Scheiße. Hä? Hi Freunde, herzlich willkommen zu meinem nicht ersten Video. Aber ich dachte mir, ich restarte mein Game mal und fange mit einem Q&A an, bevor ich nie Videos hochlade, damit ihr überhaupt wisst, wer ich bin. Und ihr habt mir ganz viele Fragen gestellt auf Instagram und meine Freundin fragt ihr mich jetzt. Das ist meine Freundin. Hi. Erste Frage. Seid ihr wohlhabend? Nein, also mein Dad ist Programmierer und meine Mom ist Heilpraktikerin. Heilpraktikerin, aber wir sind jetzt nicht irgendwie rich as fuck oder sowas. So normale Mittelschicht, würde ich sagen. Studierst du in Berlin oder machst du erstmal nur Instagram? Ich mache erstmal nur Social Media generell. Also ich mache auch noch TikTok. Aber eigentlich bin ich nach Berlin gezogen, um dort zu studieren. Dann habe ich gemerkt, dass Social Media sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich möchte nichts so halb-halb machen. Deswegen dachte ich mir, mache ich jetzt erstmal Social Media und wenn es nicht läuft, ich habe mein Abitur geschafft. Deswegen kann ich, wenn ich 21 bin, immer noch studieren. Aua. Ups. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe 2 Geschwister. Neben Eduard habe ich noch eine große Schwester. Die ist 15 Jahre älter als ich. Meine Bestie, Loki. Du kommst aus Bayern? Fragezeichen. Und wo hast du gewohnt, bevor du nach Berlin gezogen bist? Erstens, ja, ich komme aus Bayern. Zweitens, ich bin, by the way, gerade bei meiner Familie in der Heimat. Das heißt, ich bin gerade in Regensburg. Da bin ich aufgewachsen. Das ist mein Hometown in Bayern. Wie groß bist du, Maus? Ich bin 1,63. Das ist nicht gelogen. Ich bin super klein. In meinen TikTok sehe ich, glaube ich, voll groß aus. Storytime, ich wurde einmal erkannt und das Mädel war so: Oh mein Gott, ich hätte dich fast nicht erkannt, weil ich dachte, du bist viel größer. Und ich war so: Also ich wollte immer groß werden. Now I'm here. Und es ist okay, klein zu sein, Freunde. Seid klein und stolz drauf. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Sushi. Aber ich bin euch ganz ehrlich, ich habe es zu oft schon gegessen. Das ist echt ein Privileg. Weil früher war so Sushi so ein Ding so. Man hat es einmal im Monat gekriegt, wenn überhaupt. Und jetzt ist es so, wir bestellen halt in der WG gefühlt jeden Tag. Ich weiß, es ist krass. Aber wir haben einfach keine Zeit zu kochen. Und ich habe es low-key durch. Deswegen Korean Chicken ist ganz geil. Da ist keine Frage, aber da steht Boyfriend Stuff. Oh, okay. Team, ich bin 18 Jahre alt und ich hatte noch nie einen Boyfriend. Storytime. Ich bin auf eine katholische Mädchenschule gegangen und hatte basically die letzten 8 Jahre meines Lebens nicht wirklich Kontakt zu Jungs. Und jetzt wohne ich mit 4 Typen in der WG. I love my life. Ich hatte so 2 Freundinnen, die waren richtig gut in der Schule und ich habe mich richtig angestrengt, damit ich so auf deren Level gekommen bin. Und deswegen habe ich gefühlt nur gelernt. Und jetzt ist es so, ich habe Social Media und ich habe so viel zu tun mit Nähen und ganz viel anderes Stuff, zum Beispiel mein Buch und so, dass ich irgendwie gar keine Zeit gerade für eine Beziehung hätte. Aber let's see, ich halte auf jeden Fall euch up to date. Sport? Fragezeichen oder irgendwelche Hobbys außer Nähen? Okay, also bevor ich mit Nähen angefangen habe, habe ich sau viel gezeichnet. Ich habe basically mein ganzes Leben lang gezeichnet. Deswegen kann ich eigentlich auch besser malen als nähen. Das weiß nur niemand. Dann habe ich eine Phase gehabt, wo ich unbedingt Klavier spielen wollte, weil ich Animes geschaut habe. Irgendwann habe ich dann ein Klavier zum Geburtstag bekommen, also nachdem ich so ein Jahr in so einem billigen Keyboard gelernt habe. Ich habe das nie richtig mit Unterricht und sowas gelernt. Ich kann auch keine Noten lesen. Und tanzen. Ich tanze jetzt seit 4 Jahren. Ich habe mit meiner Freundin angefangen. Und mehr habe ich nicht. Hast du langfristige Ziele karrieremäßig? A lot, actually. Ich bringe jetzt erstmal mein Buch raus. Und danach, ja, was man sich halt von mir eigentlich am meisten denken würde. Ich kann euch noch nicht viel darüber sagen, weil es alles noch in sehr, sehr weiter Zukunft steht. Aber ich werde mir sehr viel Mühe geben. Und das ist, ja, karrieretechnisch. Karrieretechnisch gerade so ein bisschen mein größtes Ziel. Hast du Angst vor Einsamkeit? Tatsächlich habe ich gemerkt, dass ich gar nicht so introvertiert bin, wie ich dachte. Also ich dachte vorher immer so, okay, ich muss in eine eigene Wohnung und sowas und ich kann nicht mit so vielen Leuten zusammenleben. Aber die WG hat mir gezeigt, dass ich alleine actually gar nicht so gut leben kann, weil ich mich dann sehr, sehr schnell einsam fühle. Ich overthinke sehr viel und es ist gut, wenn man dann jemanden hat, mit dem man darüber reden kann. Ja, actually einsam sein ist nicht so geil für mich. Wie hast du das während deiner Schulzeit hingekriegt mit dem Nähen? Dem Nehmen? Mit dem Nähen. Ich habe absolut keine Ahnung. Also ich habe sehr, sehr wenig für die Schule gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß auch nicht, wie ich mein Abi noch geschafft habe. By the way, ich habe einen Schnitt von 1,9, which is not that bad. Fürs Mathe-Abi sollte man normalerweise so 3 Monate vorher anfangen zu lernen. Wer macht das?
no one. Aber ich habe eine ganze Woche vorher angefangen zu lernen. Ich kann nicht mal meinen Tagesablauf schildern. Ich bin 5 Uhr morgens aufgestanden, habe meine Seminararbeit 2 Stunden geschrieben. Dann bin ich in die Schule gegangen bis, sagen wir, 16 Uhr. Und danach habe ich bis abends dann um 10, 11 noch genäht. Kann ich nicht empfehlen. Fangt nach der Schule mit Social Media an. Bist du nur eine deutsche Kartoffel wie ich oder kommst du noch aus einem anderen Land? Also, ich bin tatsächlich 100% deutsche Kartoffel. Meine Eltern haben sich ein Ferienhaus in Kroatien geholt. Geholt, das hört sich so an, als wären die so rich und wären so. Ich bin da nur, um die zu besuchen. Also ich habe keine kroatischen Wurzeln. Was kannst du gar nicht leiden? Ich hasse es, wenn man sagt oder wenn man mir das Kompliment macht, oh mein Gott, du bist so talentiert. Weil für mich ist es halt absolut kein Kompliment, weil es sich so anhört, als wäre ich damit geboren. Aber so, die Leute wissen halt nicht, wie viel Zeit und Arbeit ich in so ein Shit dann stecke und wie lange ich auch schon das Ganze mache. Also ich mache es noch nicht so lange, ne? Ich mache es jetzt 3 Jahre, so nähen zum Beispiel. Aber die wissen nicht, wie oft ich das mache. Und deswegen ist es so, it hurts low-key my feelings. Wie bist du auf die Idee gekommen, Nähvideos zu machen? Und wie hast du es geschafft, so erfolgreich auf Social Media zu werden? Also das Erste, ich wollte erst mit Instagram ein bisschen anfangen. Ja, eigentlich wollte ich erstmal Sachen verkaufen. Ich habe die für viel zu wenig Geld verkauft damals. Ich habe wirklich Sachen verkauft. Also ich habe so Röcke geupcycelt und dann für 30 Euro verkauft. Ich habe an so einem Rock so 3 Stunden gesessen, also Mindestlohn. Und dann kam halt so ein random Typ auf Insta auf mich zu und hat mich angeschrieben und meinte so, hey, mach doch mal TikToks drüber, wie du nähst. Ich glaube, das könnte gut ankommen. An diesen Typen, danke, you made my career. Ja, und wie ich auf Social Media erfolgreich geworden bin, keine Ahnung, actually. Also das ist, glaube ich, auch sehr viel Glück abhängig. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach authentisch zu bleiben und Spaß zu haben. Hass essen. Ich hasse Gemüse. So viel zu Vorbildsfunktion. Ich bin nur ehrlich. Also ich kann einige Sachen essen an Gemüse, aber nicht alles. Gemüsepfanne, ich bin so ein... ich habe nicht so viel Hunger. Was machst du sonst den ganzen Tag, wenn du mal nicht nähst? Und bist du eher jemand, der gerne viel unter Leute geht oder eher allein daheim chillt? Wenn ich nicht nähe, dann liege ich meistens in meinem Bett und schaue K-Dramas, weil ich kein Leben habe. Manchmal treffe ich mich sogar mit Personen. Das kommt sehr selten vor, aber manchmal denke ich mir so, okay, du musst irgendwo dein Leben noch leben. Aber ich finde, man kann es auch gut in seinem Bett verbringen. Best Life Lessons. Vertraut nicht jedem, also seid nicht so naiv und projiziert immer Gutes in Menschen, bevor ihr sie kennenlernt. Life Lesson Nummer 1. Life Lesson Nummer 2. Lasst euch niemals runterreden von irgendwelchen Personen. Also wenn sie nicht an euch glauben, dann nehmt es einfach als Ansporn und sagt euch selbst, okay, müsst es jetzt der Person beweisen. Und wenn ihr es dann schafft, ist es noch viel cooler, als wenn die Person eh schon an euch geglaubt hätte oder wenn ihr es dann nicht geschafft hättet. Wisst ihr, was ich meine? Wie lernst du dir das Nähen und Kreieren? Ich habe mir tatsächlich alles selber beigebracht. Am Anfang habe ich halt super viel YouTube-Tutorials gesuchtet. Daraus habe ich mir dann schon so ein paar Techniken abschauen können. Und dann habe ich mir einfach die Nähmaschine von meiner Mom gemopst und ich habe halt sehr viel Learning by Doing gemacht und deswegen habe ich gefühlt auch in jedem TikTok, was ich hochlade, einen Mental Breakdown, weil ich 1000 Fehler mache und die dann halt fixen muss und am Ende sieht es dann gut aus. Aber es ist einfach ein Prozess, Freunde. Ihr braucht keine Ausbildung. Ihr braucht niemanden, der es euch erklärt. Das Einzige, was ihr wirklich braucht, das sind ein paar YouTube-Tutorials und eine alte Nähmaschine. And there you go. Hast du Haustiere und wenn ja, welche? Ui. Das ist mein Hund. Ups. Maggie hat noch nicht so viel Lust, weil sie hat ihr Kuscheltier da. Das heißt, sie möchte jetzt nicht hier sein. Wie kamst du zu deinem Accountnamen? Also basically saß ich mit meiner besten Freundin um 12 Uhr nachts per FaceTime in meinem Bett. Ich habe einen Namen gebraucht, weil ich irgendwie mit Social Media anfangen wollte, aber es sollte irgendwas sein, was auch mit Secondhand und Upcycling irgendwie zu tun hat. Und dann ist sie auf die grandiose Idee Unlabeled gekommen, weil man ja quasi die Labels von den Klamotten wegnimmt und ein neues Teil sozusagen draus macht, also neues Label, deswegen Unlabeled. Hast du als Kind irgendeine fette Scheiße gemacht oder miterlebt, wenn ja, was? Oh mein Gott, ich glaube, ich war 8 Jahre alt oder sowas. Ich war im Urlaub und so ein 12-jähriges Mädchen hat irgendwie immer Steine, so richtig fette Steine in so einen See geschmissen. Ja, einmal ist der Stein nicht in den See gefallen, sondern auf meinen Kopf. Und ich weiß nicht, wie ich es überlebt habe. Ich habe keine Gehirnerschütterung erlitten. Ich hatte ein Cappy auf. Ich glaube, das hat mein Leben gerettet. Ich habe danach 3 Stunden einfach im Wohnwagen geschlafen, weil wir waren campen. Und danach lief mein Leben wieder und ich glaube, deswegen bin ich jetzt auch so, wie ich bin. Ja. Leider. Guys, ich habe keinen Akku mehr, aber ich glaube, das waren noch genug Fragen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch ein Q&A wollt, schreibt mir gerne noch mehr Fragen per Insta. Und ja, dann sehen wir uns wieder auf TikTok. Hab ich lieb. Bye-bye.